Eins. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, dem Multiplayer-Modus mit Tani und mir. Hi. Ja. Ja, einiges geschehen, einiges passiert, nicht wahr? Bei mir gar nicht so viel, bei dir glaube ich relativ, Ich habe also im nur Vergleich zu mir sehr viel. Dinge vorbereitet. Ich war noch am Nordpol, habe eine Fahne aufgestellt und Ja. ja, hier ein paar Tests losgemacht, noch ein paar Forschungspunkte geholt. Wir haben noch ein paar Mods hinzugefügt. Das bedeutet neue Forschungssachen, wo ich mir schon hier und da ein paar Punkte jetzt geholt habe, einfach mal. Ja, ansonsten eigentlich nichts weiter. Missionen vorbereitet und geplant. Das ist sehr grob zusammengefasst Ja bei gut, es mir. gibt jetzt auch Wasser und Sauerstoff und Essen müssen die kleinen Kürbis und so. Ja, das haben wir auch noch reingepackt. Ja, damit es noch schwieriger wird. Sehr gut. Ja, ich habe mir von den Punkten, die ich am Ende von der letzten Folge hatte, hatte ich mir offscreen dieses Grundlagen der Wissenschaft geholt. Hatte mit diesem komischen Sputnik-Verschnitt oder was du da meintest, Ja. rumexperimentiert. Das Ding ist richtig hart für den Arsch. Deswegen habe ich, um mir in dieser Folge die Elektronik zu holen, habe ich mir hier ein paar Wissenschaftspunkte angesammelt. Ich habe auch eine Mission zum Nordpol, zum Südpol und zu ein paar anderen Regionen unternommen, um halt diese Wissenschaftspunkte einfach zu farmen mit meiner Blub 3. Wir wollten ja übrigens jetzt zur Wüste mal und gucken, ob wir da noch Forschungspunkte bekommen, nicht wahr? Ja, das war mein Plan für diese Folge, mit der Blub 3 in das Wüstenbiom westlich von hier zu fliegen Ja. und dann danach vielleicht schon anfangen, die Blub 3.5 zu bauen, die ja unbemannt endlich fliegen soll. Das wäre doch sehr, sehr schön. Ja. Wieso habe ich eigentlich Und gar keinen Ton mehr, gar keinen Sound? ja, das hab ich auch Interessant. nicht immer. Hey, wo ist denn jetzt? Warte mal. Öffnen. War das die 1.5-Phase? Mit dem Landing So, Gear? Oder das war die hier ist sie, die 1.5-Phase? Blub 3. Sie ist mittlerweile ein bisschen routinierter geworden. Also, ich kann damit mittlerweile ganz gut fliegen. Auch wenn ich nicht Okay. immer genau mein Ziel treffe. Also, ich weiß nicht, ob ich die Wüste treffe gleich. Wird schon schief gehen. Ja, Guck mir einfach mal an, wo die Wüste ich ist. tue noch ein paar Forschungssachen mit ranpacken, zwecks der Wüste. Ich kann ja jetzt kurz ein bisschen mehr ranpacken. Ein bisschen. Ich habe jetzt das erweitern können. Das Haupthaus, jetzt kann ich bis zu 255 Teile. Boah, die zweite Erweiterung ist halt schon so übelst krass. Die Batterie nehme ich mal noch mit. Wenn ich es jetzt schon kann. Nehme ich noch eine Batterie mit? Ich denke mal, wenn ich in diesem Gebiet hier lande, dürfte das eigentlich funktionieren. Ups. Hallo. Ach, das war noch die alte Konstruktion. Okay. So. Gut, ja, mal gucken, ob wir das Wüstenbiom treffen. Ich bin gespannt. Moment, ich muss hier noch ein bisschen was umbasteln. Ich muss die Titan Phase 5 noch ein bisschen umstrukturieren. Sekunde. Kann aber sofort losgehen. In die Was hast du Wüste. ansonsten noch so für diese Folge geplant? Eventuell die Satellitenrakete noch umbauen. Und vielleicht den Satelliten sogar hochbringen. Mal gucken. Ja, das wird bei mir nächste Folge passieren. Also das ist mein Ziel für nächste Folge, den ersten Satelliten in den Ja, Orbit zu bringen. das ist doch Wir richtig haben uns gut. ja auch etwas überlegt, Genau. muss man ja Denn sagen. wir haben uns selbstgestellte Missionen noch gemacht, die wir, wenn wir die erreichen, und dann können wir uns quasi ein paar Boni geben. Wir übertreiben es nicht, wir haben das schön ausgearbeitet, also dass es vernünftig ist. Und ich denke, das passt auch. Also kann man machen. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, was, wie viel das jetzt genau ist, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig zu erklären. Ich würde sagen, das machen wir dann. Das sieht man ja dann demnächst einfach mal. Ja, Oder? ich glaube sogar, den ersten Satelliten hochschießen ist auch eine Mission davon, oder? Ja. Kürbel gibt ja nicht so viel bei sowas wieder. Auch wenn man jetzt mehrere Satelliten hochschickt, gibt es dafür eigentlich keine Rewards mehr. Darum haben wir uns da halt selbstgestellte Missionen gemacht, für die wir natürlich dann auch Belohnungen bekommen.
Und wir werden auch noch Satelliten aus dem Steam Workshop versuchen hochzuschießen. Genau. Das sind dann quasi sowas wie externe Aufträge. Genau. Was ja auch ziemlich realistisch ist. Das passiert ja auch in der Realität. Richtig. Das Raumfahrtunternehmen externe Satelliten hochschicken. Ab und zu werden wir also auch externe Aufträge bekommen. Das wird ziemlich interessant. Ich bin echt gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt, ob meine Blub das dann schaffen wird. So. Ich weiß nicht, wie groß diese Dinger sind. Ich stehe auf dem Launchpad. Jetzt geht's erstmal zur Wüste, ne? Genau, also mein Ziel für diese Folge ist, ich möchte in der Wüste landen und dann anfangen, die Blub 3.5 zu bauen. Das ist das, was ich diese Folge vorhabe. Möchtest du zuerst starten und ich setze mich dann danach aufs Launchpad? Ich glaube, hinsetzen kannst du dich schon. Dachte ich. Sicher? Ich bin mir nicht sicher. Beim letzten Mal ist alles explodiert, als wir irgendwie gleichzeitig da waren. So, ich muss ganz kurz gucken, wo ist die Wüste? Wir müssen jetzt... Oh, es ist Nacht. Die Wüste ist, glaube ich, genau westlich von uns, oder? So westlich, ein bisschen nordwestlich. So ich sehe es gerade halt nicht. Warte mal. Du siehst man kannte, nicht. Man konnte irgendwie zum nächsten Tag vorspulen. Warte mal, ich spule mal ganz kurz vor. Dann kannst du... Warte, ich drehe mal ganz kurz... Erstmal Bild drehen. Du kannst es mir gleich mal nachsynken. Ich spring mal zum Tag, dass wir auch was sehen bei der Mission. Gut, ich... Ja, das wäre praktisch. So, du kannst nachsynken, wenn du magst. Wow, es ist Tag. Ja, gut, also einfach Versuch. A. A ist die Neigungsrichtung. Und dann würde ich sagen, Zündung in 3, 2, 1, auf geht's. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Sieht aber gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja. Okay, dann starte ich auch jetzt mal. Ja, sollte gehen. Ich sollte schon weit genug oben sein. Ja, ich muss jetzt erstmal zum Launchpad. Ja. Lass die Zeit. Auf zur Wüste. Ich kann nicht mal in die Richtung neigen gerade. Oh, das ist der... Oh. Okay. Das Tempo ist aber schon... Auf geht's und los. Das Tempo ist aber schon... Vielleicht swinge ich einmal so ringsrum und... Jetzt sehe ich dich, du bist jetzt unter mir, Blub. Was ist das, die Blub 3? Das ist die Blub 3, ja. Oh. Antriebe bitte aus, jetzt. Okay. Was ist? Ist alles gut? Alles gut, alles gut. Don't panic. Ist gar kein Problem. So. Alles soweit ganz gut hier. Ja, Vorsicht, hier oben fliegen ein paar Trümmer rum, da sind ein paar Triebwerke explodiert. Ich hoffe, ich komme jetzt darüber. Ich muss jetzt erstmal den Neigungswinkel ändern. Das ist natürlich ein bisschen tricky, nicht wahr? Ja, ich fliege so ein bisschen falsch gerade, aber das ist normal. Das bin ich gewohnt, ich bin schon mal in die Richtung geflogen. So, ich würde gerne hier landen irgendwo. So richtig schön mitten in der Wüste. Oh, treibstofftechnisch, ja, sieht okay aus. So, ich lasse mich erstmal weiter hochtreiben jetzt und dann gebe ich Gas. Das ist doch sehr schön. Wenn wir jetzt mal nicht spulen, also nicht vorspulen, müssten wir uns die ganze Zeit in derselben Zeitzone befinden. Das heißt, wir müssen uns wirklich aktiv die ganze Zeit auch sehen können. Denkst du genau nach A dann, oder? Ja, ich drücke die ganze Zeit an A, sodass ich, also dass ich auf unten bei dem Ball unten, dass ich auf der 270er Spur quasi, wenn ich A drücke, bleibe ich ja auf dieser 270er Bahn. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich gucke mal, wie das bei mir aussieht. Müsste 270 sein, ne? Ja. So, wir nehmen uns Zeit. Okay. Wir haben schon viele, viele Sachen geplant. Es gibt sogar schon, ich habe sogar schon einen Prominenten hier erstellt. Wir werden auch so Touristenmissionen, Special-Missionen uns machen und das wird so lustig. Elon Musk ist zum Beispiel auch schon da. Ne? Mal gucken, wo er hin will. Man weiß es nicht, man munkelt. Man munkelt. Oh, du bist aber sehr, sehr hoch, oder? Kann das sein? Aha. So. Jetzt gehe ich in den braunen Bereich rüber. Minus 10 ungefähr und gebe Gas. Und schon zieht meine Bahn rüber. Ich könnte sogar noch ein bisschen weiter gehen. Ich gebe minus 30. Minus 30 ist okay. Und jetzt, wenn du in dem Orbitfenster bist, also wenn du den Planeten siehst, dann siehst du auch so eine grüne Bahn.
die zu... Ja, ich muss gerade gucken, warte mal, du bist der, ich bin der Strich. Das ist ja ein bisschen kompliziert, muss ich sagen. Das Problem ist, du darfst halt nicht zu tief fliegen, sonst hast du die ganze Zeit die Reibung und landest irgendwo. Wollen wir ungefähr am selben Punkt landen? Ich wollte hinter diesen Berg am Merdlei. Also dort, wo du jetzt ungefähr jetzt bist. Ja, so da will ich ungefähr landen. Ja, da wollte ich auch landen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Lol, mein Treibstoff ist alle. Gut, habe ich nicht aufgepasst. Das ist die alte Version, die ist noch nicht neu. Shit. Ja gut, passiert. Okay. Ich koppel schon mal das alte ab, das brauche ich eh nicht mehr. Oh, das wird so und so sehr witzig werden. Das alte brauche ich noch zum Abbremsen. Nee, ich habe keinen Treibstoff mehr da drin. Das ist die alte Version. Ich habe noch hier so Sprit, ey. Ich hätte die neue Version umbauen sollen dafür. Aber ich wollte das halt mit dem Landing Gear nehmen. Ja gut, was soll es? Genau da wollte ich hin, ey. Das hat sich. Blub 3, die läuft, ey. Das Ding läuft einfach. Hier kriegt die sogar noch was, aber ich will ja die Wüstendaten vorzugsweise haben. Wenn wir jetzt nicht vorspulen, dauert das aber ewig, oder? Ich sehe dich da unten fliegen, ne? Du bist 93 Kilometer entfernt unter mir. Ja. Wir können ja mal vorspulen. Das ist eine ganz schöne Bahn, ey. Dann lass uns ein bisschen vorspulen. Maximal mit mal 3. Also der dritte Pfeil. So. Ja, Moment. Dann sollten wir es aber nicht zusammen machen, oder? Wieso? Klar. Du speedest ja sowieso gerade vor. Das können wir nicht abstimmen. Nee, ich habe jetzt den dritten Pfeil erstmal. Und wir müssen dann eh neu synken einfach. Also hast du schon, oder? Ich habe gerade, ja. Bei mir speedest du natürlich weiter. Wenn du mal 3 hättest, wärst du jetzt schon da vorne. Das ist natürlich ziemlich krass. So, ich sinke schon. Okay. Ich habe 1700 Meter. Oh, ich komme den Bergen gefährlich nah. Bist du so tief? Ja, meine Bahn verschiebt sich halt, also. Hast du schon? Oh, das wird gefährlich. Jetzt bist du in der Zukunft. Du hast mich schon überholt, ich synke nach. Okay, hab nachgesynkt, wir sind wieder. Du bist vor mir, ein ganzes Stück vor mir. Wie muss ich das 84 jetzt Kilometer. So, oder? Siehst du unten in dem Globus, also unten in der Kugel? Oh, siehst du da, ich hab Fehler gemacht. Siehst du da so einen gelben Kreis mit einem X drin? Ich hab Fehler gemacht. Du? Ja. Immer genau in dem drinnen bleiben. Das ist genau die Bahn, wo du hinfliegst quasi. Das ist genau das Zentrum. Ja, das ist nicht so einfach. Ja, aber das ist also am optimalsten, okay, sage ich jetzt mal. Bremsen. Das ist am optimalsten. Bremsvorgang wird eingeleitet. Ja, das geht aber so. Okay, du bist natürlich in einem ganz anderen Teil der Wüste als ich. Vorgang wird eingeleitet. Ich muss eigentlich da landen, wo ich runter wollte. Und abkoppeln. Okay, ich falle. Du bist 75 Kilometer, 70 Kilometer gleich entfernt. Ich komme aber in der Wüste runter. Also ja, ja, ich oder? Auch, ich auch. Jetzt wird es allerdings alles rot hier bei mir. Und es wird schon heiß. Oh, heiß. Ich drehe mich. Das ist auch heiß. Mit Q und E kannst du deine eigene Achse drehen zur Not. Das reduziert manchmal noch ein bisschen die Hitze. Hier wird es bergig. Ja, das Sitzeschild kann das aber ab. Scheiße. Au. Explosion. Au. Die Explosion hier ist alles super. Entspannt hier. Und die Hitze ist vorbei. Perfekt. Bilderbuchmäßig. So. Dann mache ich schon mal den ersten Rettungsschirm. Okay, also. Ich möchte sagen, ich habe die Landefüße verloren. Was? Die sind irgendwo dahin. Und das zweite. Aber, perfekt. Aber an perfekt. Sich ist okay. So, Bremsfallschirme. Das wird eine Bilderbuchlandung bei mir. Sehr schön. Ja, ich komme sogar auf relativ ebener Fläche runter. Wie sieht's bei dir aus? Ja, eben unter mir alles top. Wieso ist bei dir was explodiert? Was da die Landefüße sind ja nicht innerhalb des, also bei dem Schutzschild, der ragt ja nicht so richtig rüber. Die Landefüße sind ja außen dran. Achso, ja gewesen. Gut. Das du hast ich habe keine Landefüße. Ja, die hätte ich auch nicht gebraucht, sind ja eh explodiert. So, Hauptfallschirme auf. Sieht gut aus.
Ich sehe dich übrigens nicht mehr. Oh, hier ist was explodiert. So, ich sehe dich noch. Ich sehe dich noch. Das waren sicherlich Trümmer. Du bist 30 Kilometer von mir entfernt. Hätten wir jetzt einen Rover, könnten wir uns besuchen fahren. Eine Basis in der Wüste aufbauen. Boah. Ja, Temperaturenflug über Kirbins Wüste. Gesammelte und aufgezeichnete Temperaturen. Also es geht. Wir kriegen hier nochmal. Kannst du jetzt auch schon was machen, wenn du noch im Flug bist? Ja, das ist dann halt über der Wüste. Das ist nochmal was anderes wieder. Also ja, es war super, dass mir es keiner gesagt hat. Ich habe immer gewartet, bis ich unten bin. Ja, ich warte auch, bis ich unten bin. Also ich nehme die Daten unten erstmal. Den Überflug mache ich mal mit dem Flugzeug. Da bastel ich mir ein Flugzeug und dann, wenn ich das mal irgendwann habe, die Teile dafür. Da können wir ja zusammen fliegen und noch so Daten überall sammeln, wenn du magst. Ja. Okay. Fallschirme. Ich spur mal vor. Ja, ich auch. Fallschirme öffnen sich. 800 Meter noch bis zum Boden. Ja, das. Oh, ja, die Wüste. Nur einen Kilometer. Die Wüste sieht gut aus. 700 Meter, 650, 600. Ich sehe dich vor allem, du bist 32,8 Kilometer entfernt. Das ist voll cool. Ja, ich mag den Multiplayer immer noch so. Der ist echt so gut. Hallo. Ja, ich sehe dich auch. Hallo. Wüste, blub. Ja. Wüste, Wüste, Wüstenspiel, blub. Wüste. Bin gelandet. 100 Meter noch vom Boden entfernt. Ich lasse ihn wieder langsam mit fallen. Ah. Das schön, aber erinnerst du dich noch? Erinnerst du dich noch an unser in das Wüstenspiel, was wir geplant haben? Das. Nein. Wieso erinnerst du dich nicht dran? Du musst dich daran erinnern. Nein. Wow. So, ich bin gelandet. Ich mache Experimente. Ich mache auch hier Experimente. Zack. Zack, erstmal hier mein Stängel ausfahren. Zack. Das machen. Bericht. Ruhe. So, der Druck in der Wüste. Die Temperatur in der Wüste. Zack. Oh. Laufen wir mal ein bisschen rum. Ja, klar. So einen Eve-Bericht machen und so. Ach lol, das geht ja nicht. Ja, das war das Falsche. Da gibt es noch einen Crew-Bericht von der Wüste. Da machen wir noch einen Eve-Ausflug. So. Ja, Eve-Bericht. Fahne hinstellen, komm, raus damit. Du stellst hier eine Fahne auf in der Wüste? Überall stelle ich eine Fahne auf. Ich habe schon voll viele Easter Eggs versteckt. Ach du Backe. So. So. Das hier ist natürlich das hier. Flagge aufstellen. Sieht schön aus, das Bild, ne? Ich wollte mir eine eigene Flagge noch machen. Ja, das war doch eine sehr solide Mission. Fast schon standardmäßig, muss ich sagen. Also. Na. Gut, Cordus. Was? Cordorstina Kerman, was ist das für ein Name, bitte? Sehr mysteriös. So. Welchen haben wir denn heute? 21. Mai um 20.50 Uhr. Punkt. Zack. Juhu. Oh, Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Wer ist denn Agit Kerman? Bist du das? Ja, ich glaube, der Kollege heißt. Ja, das ist Agit Kerman, ist der Kollege von mir. Lol, ich sehe den, ich könnte dem jetzt zugucken oder so. Warte, ich berge ihn gerade. Ich berge gerade alles. Ladescreen. Ja, zack. Boah, Alter. Wissenschaftliche Daten, Geld, ich bin begeistert. Alles. Ich bin begeistert. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, wie ich mir eigentlich gehofft hatte. Ich habe auch wieder ein übelstes Minus bei Ruf gemacht. Das ist ja ganz toll eingestellt. Ja, der Ruf ist echt, das ist echt Humbug. So, kann ich mir jetzt noch die Flugzeugteile leisten? Die wollte ich ja schon gerne haben. Die kann ich mir jetzt leisten, die Flugzeugteile. Ich überlege halt, ob ich die mir hole. Weil so ein Flugzeug würde ich schon gerne mal konstruieren. Um die Forschungsdinger so über den Planeten zu holen. Aber ich kann jetzt die Rakete des Satelliten umbauen. Das ist die Titan Satellite Beta. Das der ist der aktuellste. Okto. Was? Okto?
Ja, das ist dieses Ding, quasi das verbesserte Sputnik-Ding mit diesem System, oder? Ja, eine Stabilisierungsfunktion. Ja, die Elektrotechnik, die werde ich mir mal holen. So. Das war doch eine Investition. Wir werden das wahrscheinlich in Zukunft so machen, dass wir halt immer so ein bisschen probieren und testen, solche Raumfahrzeuge kreieren und die dann mit euch zusammen quasi hochschicken. Das Basteln dauert ja immer sehr lange. Und das wollen wir euch so ein bisschen ersparen. Das wollten wir euch halt so ein bisschen ersparen. Ich überlege gerade noch, wo. Nee, das war das nicht. Wir kommen weg. Okay. Das ist natürlich die Frage, belasse ich das dabei? Ich werde es dabei belassen. Das heißt, ich muss jetzt quasi diese Kapsel austauschen gegen dieses Octo-Bobo-Ding, genau, was ich zu einem Satelliten baue. Das kannst du, das habe ich halt auch so gemacht, ne? Das ist bei mir auch ein Satellit. Das habe ich auch zum Satelliten umgebaut. Beischern. Nein. Die Frage ist natürlich, wie baut man einen Satelliten überhaupt? Das nach ist natürlich Gefühl. Eine Frage. Nach Gefühl, ja, das ist bei mir natürlich ganz schlecht. So, setzen wir das da rein. Das ist halt, das ist die Sache, das meiste davon bringt halt gar nichts mehr. Aber es ist halt ein Satellit, der erste von Kirbenheim Orbit. Daher haben wir das halt so gemacht, dass es schon was bringt. Ja, was heißt, es bringt gar nichts mehr? Also, wir brauchen ja eine Funkverbindung, oder meinst du? Ja, ein Kommunikationsnetzwerk brauchen wir, aber es bringt ja so jetzt nichts mehr vom Spiel her. Das gibt uns dafür nichts mehr. Obwohl wir was Gutes geschafft haben eigentlich wieder. Ja, das stimmt. Und das ist halt das eigentlich, das was schade ist. Was ich halt doof finde, was ich halt so auch nicht gutheißen möchte. Mache ich mir vielleicht... Ich meine, jetzt kann ich ja eh mehr Teile transportieren. Ich glaube, ich mache mir hier nochmal eine Batterie ran. Hey, warte mal. Jetzt habe ich wieder dieses Problem, dass das Ding hier zum Hauptkern irgendwie werden muss. Geht das denn jetzt nochmal? Huch. Jetzt habe ich hier noch diese Kapsel drin. Gerade testen. Jetzt habe ich hier gar nichts. So. Sieht ja okay aus. So. Okay, jetzt habe ich es. Okay. So, das Zack. Ding soll also richtig gut sein. Die Frage ist, wie baue ich das Ding jetzt also zu, ich komm zu einem damit, Satelliten? Ich komme damit halt sehr gut klar. Deswegen würde ich es empfehlen. Ja. Ich habe diesen Kugelblitz hier, diesen Rollmops ja auch schon ausprobiert. Der ist richtig für den Arsch. Ja, der Rollmops ist wirklich fett. Die Frage ist, das Ding soll ja ein funktionierender autarker Satellit sein. Wie baut man sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mal gucken. Nach Gefühl. Hast du noch irgendwas anderes frei? Moment. Ich brauche ja erstmal sowas wie eine Stromversorgung. Also sowas wie Solar. Lass mich raten. Bei meinem Glück war das da nicht mit dabei. Doch, doch. Das ist bei dem Octo. Wenn du das neue Octo hast, ist es dabei. Photovoltaik-Module. Ah, hier ist es ja. Richtig. Das ist für Strom für das. Genau. Solarzellen halt. Hä? Okay. Was sind die denn so? Das sind halt auch die ganz kleinen. Geht. Das geht. Man kann schöne kleine Satelliten eigentlich damit kreieren. Was muss denn ein Satellit haben? Prinzipiell Strom und Batterien. Und eine fette Antenne, ja, oder? Und Batterien natürlich. Und Batterien. Wäre auch gut. Ach ja, stimmt, wenn es halt Nacht ist, ne? Ich packe halt noch, noch so Kleinkram dran, wo ich sage. Ich habe jetzt schon ein Teleskop, das heißt, ich habe einen kleinen Kommunikations-Teleskop-Satelliten. Einen ganz kleinen Teleskop-Satelliten quasi. Also ich kann mir da sogar einen doppelten Bonus für abholen. Für den kleinen Kerl, den ich hier baue. Wie kann ich diese Solardinger nochmal drehen, dass sie nicht horizontal, sondern vertikal sind? WASD, da musst du mal hin und her probieren. Da probiere ich auch immer, das weiß ich. Alles klar, easy. Das weiß ich auch nicht immer auf Anhieb. So, ein Thermometer packe ich natürlich noch mit dran.
wenig Schaden. Ja. Vernünftig aus. Ich bräuchte eigentlich noch Pharynx. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, aber ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Was? Die Pharynx, also das, was den Satelliten immer schützt, bevor du im All bist. Das haben wir noch nicht, das kommt noch. Okay. Und eine fette Antenne brauche ich ja auch noch. Welche hast du da genommen, wenn ich fragen darf? Ich habe also die einfachste, die erste, diese kleine. Kommunotron 16 oder so. Heißt die so? Warte mal, da muss ich gucken. Kommunotron 16, ja. Ist jetzt nicht die beste, aber ich finde, die sieht optisch noch mit ganz gut aus jetzt hier. Man könnte. Aber mittlere Entfernung eignet. Was können denn die anderen? Okay, die mittlere ist für den Arsch. Warte mal, ich könnte. Ich überlege gerade, vielleicht nehme ich sie. Ja, wobei. Ich glaube, die ist ganz gut. Welche? Die Kommunotron 16. Man könnte auch die Hochleistungsantenne HG5 nehmen. Aber die hat nur kurz Reichweiten, ne? Achso, Antennentyp direkt. Wo ist denn die Reichweite? Wo steht denn die Reichweite? In der Beschreibung, also habe ich das jetzt gelesen. Weil hier steht halt drin bei der Kommunotron eine leichte Antenne, die nicht nur für die Kommunikation über mittlere Entfernung eignet, sondern auch als Ersatz für die Langstreckenkommunikation. Und das steht bei der halt nicht, sondern die andere direkt hat kurze Reichweiten. Das heißt, die Kommunotron ist für mittlere und lange Entfernung. Das ist ja eigentlich perfekt. Ich werde einfach so einen Mix ranbauen. Ich werde versuchen, beide einfach ranzubauen. Dann gehe ich da auf Nummer sicher einfach. Ich richte diese anderen einfach ins All quasi. Dann gehe ich auf Nummer sicher. Da habe ich ja sie alles dabei. Das packe ich dann hier oben hin. Ich will alles. Wie weit rutscht das nach unten? Naja, so weit lasse ich da oben. Eieieiei. Oh, nee, nicht. Das sieht aus wie ein kleiner Rover, ehrlich gesagt, was ich hier gerade mache. Ein kleiner Rover? Die anderen machst du auch? Ich mach die auch noch mit dran. Einfach vielleicht aus Optik halber mal gucken, wie es dann aussieht. Wie es wirkt. Hallo? Das ist ungut. Nee, warte mal. Forschungssachen machen machst du da bestimmt auch dran. Ein paar mache ich ran, ja. Das sehe ich jetzt, ist, dass das Thermometer zu heiß heißt. Alter. Okay. Ja, solche fetten Dinger. Was haben wir hier denn? Oh, okay, das ist cool. Das kann ja dann hier vielleicht noch mit dran. Oh, ist das Ding fett. Okay, das Ding ist ein bisschen zu groß. Das lasse ich erstmal. Das Ding könnt ihr noch dran. Oh, die Ersatzantenne ist aber gross. Okay, lass ich das so. Die Hitze. Das wird abreißen. Ach, das ist ja lol. Das wird abreißen. Was ist denn, ne? Die in der Mitte, das ist dieselbe wie die andere, nur halt schräg, ne? Nicht hoch. Ja, und so doppelt gemacht quasi. Ja.
Ja, darüber mache ich mir tatsächlich gerade auch Gedanken, dass da, weil wir halt noch keine Fairings haben, dass es halt irgendwie kaputt geht oder so. Wenn es nicht, wenn die das Tempo nicht zu krass ist, so dass es halt überhitzt, Das ist bei mir gerade so an der Grenze. bei der Hitze, So ganz kurz. da wird es halt schnell dann kaputt gehen, das hält halt nichts aus. Aber ich könnte ja die Geschwindigkeit vielleicht hier ein bisschen runter machen dann. Dass ich halt nicht so krass beschleunige. Warte mal. Hier machen wir mal. Ja, das sollte schon. Ja, doch, das sollte schon, aber hier vielleicht. Das ist schon. Okay. Ich muss ja testen, ob es geht. Das ist das Problem. Ich habe jetzt aber auch diese schönen Verstrebungen, die das Ganze jetzt wesentlich stabiler machen. Ja, die habe ich leider nicht. Ich habe es mir gegönnt und ich bin sehr froh darüber. Da packe ich hier und da ein paar hin, dass das halt alles ein bisschen solider wird. Ich hoffe, dass es noch okay ist, wenn ich jetzt noch die Feststoffbooster benutze für diesen Start, aber ich denke schon. Der Theorie müsste das eigentlich funktionieren, so. In Eine der Theorie. Theorie. Ja, das Ding sitzt natürlich, ja, schief drauf, logischerweise, weil ich die Rakete ein bisschen schief gebaut habe. So, speichern. Gut, dann werde ich das testen. Es sieht gut aus. Wenn das klappt, dürfen wir uns natürlich auch eine Provision holen. Soll ich das auch testen? Ich will es auch eigentlich fertig. Also, ich werde versuchen, meinen ersten Satelliten auf die äquatoriale Umlaufbahn zu setzen. Ja, das wäre auch mein Ziel. Das gibt natürlich einen Oh schönen Gott, darauf bin ich jetzt gleich vorbereitet. Wir sind schon bei 32 Minuten. Wie 3, bin ich darauf 2, vorbereitet? 1, Start. Ah! Ich teste einfach mal. Wenn es nicht geht, setze ich zurück. Fertig. Aber ich teste es. Ansonsten bereite ich das für die nächste Aufnahme vor. Bis jetzt sehr solide, liegt Ja, okay, ich gut. teste es auch Bis gleich. jetzt Ich liegt teste es bis gleich jetzt auch liegt gleich. sehr gut, liegt sehr gut. Speichern. Ja, bis jetzt liegt das sehr gut. Vor Gut, allem ich teste es auch. ist das einer mit Teleskop. Teleskop ist ja nochmal ein Zusatz, da kriege ich nochmal einen Bonus da drauf. Teleskop habe ich jetzt nicht drauf gemacht, weil das war irgendwie. Ja, Oh, okay. meine Rakete wackelt. Oh, das ist nicht so gut. Aber Oh, warum tut sie wird rot, das? wird rot. Hitze, extreme Hitzeentwicklung. Komm, das schaffst Lol! du. Meine Rakete ist kaputt gegangen am Start. Gut, ich werde jetzt diese Folge nicht testen. Aber warum? Ich meine, ich habe nur den oberen Teil ausgetauscht. Wieso geht das plötzlich kaputt? Ich weiß es nicht. Kann ich leider nicht sagen. Ich sehe es halt jetzt nicht. Wir können uns aber, wir haben herausgefunden, wir können uns sogar gegenseitig zugucken. Also das geht. Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe nur den oberen Teil abgenommen und den Satelliten draufgesetzt. Die Rakete ist eins zu eins dieselbe. Die Block 3 funktioniert ohne Probleme und die jetzt ist jetzt beim Start plötzlich auseinandergebrochen. Das ist mir ein Rätsel, ich verstehe es nicht. Ich gebe schon mal ein bisschen Gas. Ich will so auf 150 vielleicht. 150 Kilometer für den ersten also äquatorialen Satelliten ist schon, denke ich, okay. Kann ich diese Verstrebung auch noch? Na, ich habe noch 24,6, wahrscheinlich Schon nicht. ein Die bisschen waren mehr hier, Gas oder? geben. Die Verstrebung kannst du dir auch noch gönnen, wenn du willst. Nö, kann ich nicht, weil ich habe nicht genug Forschungspunkte. Wie du einfach 100 Mal mehr Forschung hast wie ich. Weil ich halt Nee, so habe ganz ich viel nicht. Kleinkram hier und da gemacht habe. Ja, ich auch! Nee, die kann ich mir nicht leisten. Wahrscheinlich fallen die Dinger auseinander, weil die da nur so an der Seite dranhängen, vermute ich jetzt mal. Möglich. Das ist natürlich durchaus möglich. Ich wende das ganze Spiel. Aber das lässt sich ja beheben, wenn es das Problem ist. So, ich drehe die Solarzellen erstmal in die Sonne des Satelliten, dass ich schon hier keine Stromprobleme jetzt bekomme. Das hatte ich nämlich schon oft sowas, dass ich dann während des Fluges auf einmal keinen Strom mehr hatte, weil die Solarsegel die ganze Zeit im
Schattenwand. Da musste ich warten, bis der Satellit ringsrum ist, damit ich wieder Strom bekam. Das ist ungut manchmal. Bevor du startest, musst du aber dann sinken, ne? Ich werde nicht mehr starten. Nee? Hat nicht Nein, meine Rakete ist gerade am Start aus einer Woche, habe ich ja gesagt. Also, die funktioniert so nicht, obwohl ich nichts gemacht habe. Okay, dann versuche ich jetzt meinen noch in den Orbit zu bringen. Sieht ich gut. Werde das offscreen ganz in Ruhe testen. Muss dann hier hin, oder? Beide müssen dann erstmal da. Das wird gleichzeitig gezündet, dann werden die abgetrennt, dann wird der abge. Das ist eigentlich blöd gemacht. Kann ja nicht alles zusammen abgetrennt werden. Mal gucken, ob es hinhaut bei mir oder ob es nicht reicht. Bin ich mir. Was zum Geier, wieso hat es nicht abgesprengt? Lol. Hier hat es einen ziemlichen Fehler gegeben gerade. Ja, willkommen an Bord. Lol, hier hat es gerade einen mega Baufehler gegeben. Da kann man sehen, ich muss das nochmal kurz umstrukturieren. Ich glaube, das schaffe ich dann nicht. Oder? Moment. Könnte die Rakete eigentlich auch mal gerade bauen? Fällt mir gerade so ein. Wie kann man denn eine Rakete schief bauen? Das verstehe ich ja wirklich noch nicht. Ja, weil du ein Pro bist und ich ein Noob. Ich bin kein Pro. Ich habe das nur schon früher oft gespielt. Ich kann es gerade bauen, ey. Geht halt nicht. Der Sitz ist immer so komisch. 160. Gucken, wie viel Treibstoff ich kurz noch habe. Ey, das ist so eine Verarsche, ey. Das will mich doch verarschen. Wie ist das hier gerade und das hier nicht? Ne, was hat er denn hier gemacht? Ich hab noch. Die Terrier ist super. Ja, das sieht gar nicht so verkehrt aus, was ich hier gerade anstelle. Ich kann den zur Not, der hat sogar noch Treibstoff, ich kann den zur Not auch wieder runterholen, wenn ich eine neue Generation gebaut habe, also eine bessere, mit verbesserten Empfänger, Antennen und alles drum und dran. Zack. Nee, falsche Richtung. Wie sieht der Strom aus? Elektrischer Strom ist okay. Genau, in die Richtung soll es gehen. Das stimmt hier nicht. Wo ist die Abkopplung hierfür? Hier? Hä? Oh Gott. Das soll hier mit oben hin. Das kommt hier mit hin. Was habe ich denn hier eingestellt, ey? Kommst. Hier mit hin. Ja, das sieht gut aus. 171.000 zu 172.000. Das ist okay. Das ist eine gute Bilanz. Dann swinge ich jetzt nochmal nicht vor Richtung Sonne. Ich will den Satelliten erstmal zum Leben erwecken nun. So, das Ding dürfte jetzt eigentlich mal auseinanderfallen, weil ich habe jetzt diese seitlichen Dinger. So. Okay, ich bin wieder ansonsten im Sonnen. Ansonsten habe ich hier gerade irgendeinen krassen Denkfehler. Ich fliege mal noch ein kleines Stückchen. So, Richtung das Sonne. Das Ding steht wieder eins. Also, wenn du magst, kannst du sogar jetzt meinem Satelliten zugucken. Also, er ist aktiv im All. Das ist aber nicht ganz synchron gebaut hier. Warte mal, ich muss es anders drehen. Da bin ich nicht 100% zufrieden, ehrlich gesagt. Das ist nicht ganz. Also, es geht.
So, Moment, Moment, Moment. So, wir drehen. Nee, das wollte ich gar nicht. Okay. Ja, ein Satelliten, nicht wahr? Mit Teleskop für das All. Warte, speichern, überschreiben. Dann gehe ich nochmal gerade hier. Ich werde ihn, wie gesagt, in der nächsten Folge dann starten. Blub möchte bestimmt mal kurz gucken. Ich bin ganz stolz drauf auf meinen ersten Kleinen. Mal. Ja, Motor, besonders, ja. Weil du das so easy machst einfach. Ja, das ist halt Gewohnheit schon, ne? So, mein Satellit ist oben. Ein kleiner Teleskop-Satellit. Echt? Schön. Dann. Kannst du der, mit dazukommen? Der Beta ist es, oder? Ja. Boah, ist das ein guter Orbit, den werde ich niemals so hinkriegen. Das war auch gerade echt tricky. Aber dieses neue Terrier-Triebwerk ist super. Ich habe nur über Hälfte Treibstoff. Gar kein Ding. Also das Terrier-Triebwerk kann ich dir empfehlen für so Satelliten und Orbits. So, und jetzt sehe ich auch die... Meinst du... Warte mal. Was denn? Ja, ich sehe diese... Ich sehe solche drei grünen Striche. Das ist doch diese Kommunikationsreichweite, oder? Richtig, richtig. Also der Satellit hat eine Reichweite bis zu dem Planeten. Das ja, von, also das geht auch noch, weil der hat eine größere. Das ist ja, das zeigt nur nicht die maximale an. Das zeigt ja, nur die, die nur, gerade verbunden okay sind. Ist. Er zeigt die an, die gerade da sind. Die Kommunikationswege. Mhm. Bist du jetzt beim Satelliten oben? Also kannst du mitfliegen? Also willst du mir zugucken? Ich erwecke ihn gleich zum Leben sozusagen. Bist du gerade drin? Ja, du kannst dazukommen, wenn du magst. Natürlich kriege ich jetzt Lade. Keine. Ich kriege jetzt keine. Keine Temperaturdaten mehr. Ich könnte ihn auf 300 mal 300 hochkriegen. Also auf einen Orbit von 300 Kilometern. Jetzt bin ich 172 Kilometer. Ich könnte den Orbit, vielleicht mache ich den Orbit sogar noch größer. Mache ich aber offscreen, das ist aber nichts weiter. Ich beschleunige nur an den AP und PE Punkten, bis es 300 ungefähr hat. Das sollte klappen. Bist du mit da? Das ist ja eher ein Teleskop als ein Satellit. Ja, aber er kann auch die Kommunikation, ja, ist halt ein Mix aus beiden. Am Anfang erstmal. Aber es ist kein reiner Kommunikationssatellit halt. Siehst du ihn ja, schon? Ja, meiner schon. Ich sehe ihn. Okay, dann erweckt man ihn mal zum Leben. Erstmal die Antennen alle ausfahren. Zack. Das sind natürlich keine hübschen Antennen, aber hey, was soll's? So. Hast du da gerade was? Ja. Aber mir passiert gar nichts. Ja. Ich fahre gerade alles aus. Lol. Die Kühlung fährt jetzt aus. Jetzt ist plötzlich alles passiert. Hä, was ist das denn alles? So, und jetzt öffnen wir das Teleskop. Körbnet Zugang. Das Geile ist, kannst du Rechtsklick auf das Teleskop vorne machen. Geöffnet. Wenn wir nämlich jetzt das Ganze umdrehen, sehen wir nämlich eigentlich, wenn die Höhe stimmt... Höhe, minus 1,4. Ich müsste wahrscheinlich noch ein Stückchen höher. Dann könnten wir den Planeten wirklich quasi abtasten und abscannen. Das geht. Ich sehe, wie du gerade rumfliegst und rumschwenkst. Ja, Moment. Und bin neidisch, dass ich also was Sinnloses in Orbit schieße. Ich habe hier gerade mega die Steuerungsprobleme. Das, ja. Der Satellit leicht betrunken oder so? Ja, so ein bisschen. So, visuelle Daten sammeln. Das könnte ich dann gleich eigentlich zur Erde mal verschicken. Ansonsten könnte ich noch die Radiodaten abscannen. Geht das oder beißt sich das jetzt? Geht das auszufahren? Ja, das passt. Mal gucken, ob es jetzt geht. Okay, leider keine Radiodaten mehr, sehr schade. Ansonsten, Temperatur geht jetzt nicht mehr, dafür müsste ich noch höher gehen. Also das, was du gebaut hast, ist ja wirklich ein richtig krasser Satellit. Ich habe so einen kleinen CubeSat quasi gebaut. Nee, für den Anfang ist es doch okay. Es soll halt nur für die Kommunikation da sein. Nicht für nichts weiter, das ist einfach nur ein Kommunikations-. Ich werde jetzt Symbol auch das erste Mal Daten... Daten überprüfen. Ich werde jetzt von hier aus zur Erde zurückfunken. Daten übertragen. Zack. Daten werden übertragen. 55, 77, 8, 100%. Alles übertragen. So schnell habe ich Science-Punkte verdient. Juhu. Ja. Ich warte mal auf Mitleidspunkte. Ach, komm.
Jetzt muss ich natürlich noch gucken, dass das einen richtigen Namen kriegt. Ich gehe zurück ins Weltraumzentrum. Stundenmäßig sollte es passen. Warte mal, nee, mach das mal nicht. Warum? Wenn du auf den Satelliten bist, geh mal auf diese World Map und du siehst da doch so einen grünen Strich, Moment. Der in unserem... Ja, ich muss nochmal zurückgehen. Der war gerade da. Ja, ich bin gerade rausgegangen. Der war scheiße nah an unserem Planeten. Was? Das ist ein Asteroid. Was, wo war der? Ich bin auf der World Map. Wo siehst du was? Grün? So eine kleine grüne Bahn war hier eben. Die habe ich schon des Öfteren offscreen gesehen. Die sehe ich aber nur beim ersten Mal. Jetzt sehe ich die auch nicht mehr. Und die war quasi direkt überhalb von deinem Satelliten. Also diese Asteroiden sind gefährlich. Kann natürlich passieren, dass die auch mal Satelliten treffen. Da müssen wir halt gucken. Ich gehe nochmal kurz ins Fliegen. Der Orbit ist halt echt gut. Ich versuche den aber noch ein Stückel höher zu bringen. Aber das heißt, ich kann mir sogar einen kleinen Bonus noch sehen. Meiner wird wahrscheinlich sehr elliptisch werden. Kündige ich jetzt schon mal an. Es wird kein perfekter Orbit wie das hier. Also, aber elliptisch hat vielleicht auch einen Vorteil. Du kontrollierst quasi gerade den Satelliten, weil ich ja raus bin. Was? Ja. Ja, schön. Da habe ich jetzt irgendwie Mist gebaut oder was? Nein, hast du nicht. Alles gut. Ist alles gut. Darfst halt bloß nicht Gas geben oder so. Was drücken. Wie komme ich hier raus? Escape und? Ja, oder ganz oben halt einfach hingehen und ja. Escape und Weltraumzentrum. Weltraumzentrum, ja, natürlich. Also gleich bin raus. Ich will alles mit diesem Satelliten nichts zu tun haben, wenn da was kaputt geht. Wow, nein, alles gut. Wenn der irgendwann veraltet ist, hole ich den sowieso runter. Aber man sieht halt schon auch die Kommunikationsbahn, die er zieht. Kannst du den runterholen? Ich habe noch Treibstoff drin. Ich könnte jederzeit abbremsen und runterholen. Ach, in dem Satelliten selber? Ja, das ist ein Treibstofftank mit Hälfte Treibstoff noch drin. Ich könnte ihn jederzeit quasi... Also meine Satelliten haben keinen Antrieb. Ciao. Wenn da was passiert, sind die Weltraumschrott. Ich baue meine meisten so, dass ich sie zur Not runterholen kann. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist alles viel zu hoch für mich. Ja, das kommt halt noch. Gut. Hier gibt es leider auch keine Daten, ne? Oder gab es hier Daten? Nee, hier habe ich keine Daten bekommen. Da war die Umlaufbahn schon wieder. Wenn du auf das Orbital-Ding klickst. Auf das Orbital-Ding? Dann siehst du ganz kurz eine grüne Bahn. Was für Orbital-Ding? Naja, unser Zentrum halt. Dann siehst du ganz kurz eine grüne Linie. Das ist ein Asteroid, glaube ich. Ich sehe keine. Ich sehe viele Asteroiden. Wenn ich auf die Orbitalstation... Nein! Ranzoom an den Planeten. Dann siehst du eine Linie. Die schraubt ganz dicht an uns vorbei. Das könnte die jetzt von meinem Satelliten sein. Das ist die Kommunikationslinie. Nein, eine grüne Linie. Das ist von einem Asteroiden. Die sehe ich leider wirklich gerade nicht. Die kommt von ganz weit außen und geht durch unser Planetensystem durch. Das ist, glaube ich, ein Asteroid. Okay, die kenne ich, die sehe ich leider nicht. Das ist echt schade, die hätte ich gerne sehen. Aber wenn du weiter rausscrollst, also wirklich ein ganzes Stück, bis du die Flugbahn von Kerbin selber siehst, da sehe ich ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen, die... wo Kerbin jetzt bald durchfliegt. Ja. Das sind alles Asteroiden. Aber, weißt du, was ich auch noch sehe? Das Folgenende. Ein dringend benötigtes Folgenende nach 48 Minuten. Ach du Backe. Okay, entschuldige. Ich gehe noch zurück, Moment. Ich will noch zum Raumzentrum zurück. Also der Lied, ich kann mir einen Bonus abholen. Yes. Ich nicht. Wir wollen auch ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen mit jeweils 6 Satelliten auf jeder Bahn. Also das wird dann noch lustig. Ja, ja, nächste Folge versuche ich den Satelliten zu starten, meinerseits. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe Und ansonsten mal schauen, wie es weitergeht. Ich guck mal gerade, ich habe mir mit diesem Satelliten... Nein, wir beenden jetzt die Folge. Ja, natürlich. Wir beenden die Folge. Tschüss. Ciao.